Tenzin. Bima, Kuncho King. Schäfer, wo ist Schäfer? Wie kann Schäfer so? Was? Nate. Sie haben Schäfer. Oh Mann. Natürlich, weil er den Dolch hatte. Ja, ich weiß. Hey! Keine Diskussion. Wir müssen los. Okay, gut. Dann rutsch rüber. Müssen Sie einholen, bevor Lazarevich ihn in die Finger kriegt. Okay, ich habe eine Idee. Was machst du denn? Ich mach die Straße frei. Hier, lenk du mal. Was? Na, mach schon. Warum hast du mich denn nicht gleich ans Steuer gelassen? So weit habe ich nicht gedacht. Ja. Okay, nicht so wackeln. Okay. Ja, genau so. Okay, los geht's. Noch ein bisschen. Genau so. Pass auf! Nate! Hier drüben! Ich zeige! Ja, die Verfolgungsjagd ist doch übelst geil. Kapitel 21. Aufs andere Fahrzeug. Ja, bis unsere Deckung geht kaputt. Ja, fuck. Schwarz herauf, ist nicht gut. Ach so, das. Scheiße, das Ding brennt. Ja, ist doch so runter. Ah, jetzt habe ich so eine Maschinenpistole. Jetzt brennt. Da müssen wir mal schnell weg. Achso, das ist Eleanor. Hab ich kurz auf die Schuppe gehabt. Ja, der Granatwerfer hat eine ziemlich hohe Feuerrate. Gut, jetzt nicht mehr. Alles klar da hinten? Ja, das Fahrzeug da. Halt drauf! Festhalten! Ja. Ihr blöden Penner! Jetzt seid ihr dran! Oh, Mist! Haben die nie überlebt. Los jetzt! Warte! Fast wie früher, hä? Kannst du laut sagen. Und was jetzt? Hey,
gehen zu dem alten Kloster. Was sonst? Da ist Schäfer. Verdammt! Was ist los? Lazarevich hat ihn. Oh nein. Wirst du das schaffen? Aber sowas von. Fast geschafft. Alles okay? Aha. Und jetzt leise. Komm. Nicht schlecht. Männer. Nein, nein, ich hab die Berge gemeint. Ehrlich. Na los. Natürlich die Berge. Ja, die Verfolgungsjagd, die kam mir ein bisschen kurz vor. Also ich hatte die eigentlich ein bisschen länger in Erinnerung. In Uncharted gibt's auch nochmal so eine ähnliche Verfolgungsjagd. Auch ziemlich geil gemacht, ja. Wer fehlt noch? Der letzte Truck ist nicht angekommen. Haltet die Augen offen. Halt die Augen offen. So, warten wir mal, bis das sich wegdreht. Oder auch nicht. Wo sind denn alle? Die sind bei Lazarevich. Er hat den Alten in das Kloster gebracht. So, jetzt haben wir eine M4. So, den tun wir auch noch leise ausschalten. Bring diese Kisten ins Kloster. Okay, Pistole hat man nicht. Erlebt! Ah. Oh, wie fühlt sich das an? Ich dachte, ich kann es nochmal leise machen, aber okay. In Ordnung. Wahrscheinlich, weil ich diese Rolle gemacht habe. Der Bogen ist ziemlich gut, aber ja. Ist zu wenig Munition. Obwohl, ich nehme erstmal den Bogen, weil ja. Ja, ich hab's zuvor schon mal gesagt, aber für die, die jetzt erst so eingeschaltet haben, wenn die beim Waffe aufheben so ein Ninja-Symbol haben, das ist sozusagen, also so wie hier, wenn wir die sozusagen lautlos ausgeschaltet haben, da kriegen wir dann nochmal so ein bisschen Bonus an Munition, also ja. Da sammeln wir ein bisschen mehr Munition auf als. Hier geht's hoch! Sonst, ja. Okay, hier haben wir nochmal ein bisschen Bogen, Munition, also Pfeile. Vorsicht, Soldaten! Ich glaube, wir haben uns noch nicht mal welche gesehen. Versteckt. Okay, Moment. Ich erledige die Kerle. Hier oben ist es eiskalt. Ah, hier sind auch noch welche. Wo kommen Sie? Wir wissen genau, wo ich bin, ne? Das ist schon ein bisschen komisch. Okay, M4. Ah.
Leiber. Dort drüben ist ein Maschinengewehr. Schmeiß mal eine Granate. Los, ja, toll. Haben die zurückgeschmissen oder haben die selber nochmal einen geschmissen? So, ich gehe nochmal kurz zurück. Ich hole nochmal die M4, also die ich jetzt liegen lassen habe. Obwohl es jetzt vielleicht ein bisschen überflüssig ist, aber okay. Ist ja jetzt nicht weit. War das das schon? Nein, ne? Die war da hier. Okay. So, laden wir nochmal nach. Ich habe doch gerade einen Laser gesehen, oder? Sah zumindest so aus. Ist er tot? Müssen wir den Wagen nehmen? Sie sind auf beiden Seiten. Ach nö. Ich habe das komplett vergessen. Ich wollte eigentlich die Kontrolle anhängen, aber. Hilfe! Ja. Ich denke mal, das wird noch reichen, weil allzu lange machen wir auch nicht mehr. Ich denke mal, dieses Kapitel jetzt noch. So. Und runter. Ja. Ich habe immer das Talent, dass der Controller immer leer ist, so bevor ich gerade aufnehmen will. Und, also, dass er dann direkt ausgeht. Und, ich würde dann nicht unbedingt wegen 5 oder 10 Minuten anhängen, weil ich den ja dann nochmal zum Runterfahren brauche, eigentlich. Ich finde, der PS3-Controller, der hält ewig, aber hier von der PS4, da ist immer so schnell leer, bis es. Ich hoffe, dass die das bei der PS5, dann ändern. Zum Glück soll wenigstens dieses komische, nervige Licht nicht mehr da sein. Bei einem PS5-Controller, wie ich gehört habe. Weil das fand ich zum einen nervig, weil ich spiele gerne im abgedunkelten Raum und da nervt es einfach. Und wenn das dann am Ende dann noch im Fernseher spiegelt, das ist dann noch nerviger. Und ich habe das schon ziemlich dunkel eingestellt, sag ich mal so. Also schon ziemlich wenig Licht halt. Also man kann es ja dumm, das Licht zu sagen halt. Ich frage mich so, warum man so einen Quatsch dran baut, also zumindest wenn dann optional, aber dann nicht hier so, dass man verpflichtet ist, das Licht dran zu haben, ja. Auch wenn es gerade ein bisschen komisch klingt. Los, weiter! Tot? Los, los! Das ist sehr lieb von dir. Oh, wie fühlt sich das an? So, dann gehen wir mal ans Maschinengewehr. Ja. Erstmal hier diese ganze Sniper ausschalten. Ja, am besten komm ich das hier rüberkommen lassen. Kommt denn das her? Bist du das oder was? Entwarnung! Waren das alle?
Ja, das finde ich auch cool gemacht, das Maschinengewehr. So, erstmal ein bisschen Munition einsammeln, bevor wir weitergehen. Gibt es hier eigentlich noch einen Schatz? Nein, ne? Oder? Okay, das war für die Öffnung. Also für den Türöffner, ja, für das Rad. M4 ist voll. Und die eigentlich auch, okay. Ich weiß bloß nicht, ob es hier vielleicht noch einen Schatz gibt hier drüben. Ach nee, wir gehen weiter. Fest, du zuerst. Okay. Das war knapp, aber gut. Da geht's tief runter. Dieser Balken ist wohl der einzige Weg rüber. Ja, das ist auch ziemlich geil. Da unten ist ein Seil. Okay, warte. Ich gehe runter und werf's dir hoch. Okay, hier gibt's keinen Schatz, oder? Okay, ich dachte, ich hätte was gesehen, deswegen. Was machst denn du? Okay, dann müssen wir hier runter. Mist. Ja, ne, das muss auch mutig sein, überhaupt auf die Idee zu kommen oder drüber zu laufen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass das in Wirklichkeit halten würde. Bloß mit den Seilen so zusammengeknüpft, die Bretter halt. Okay, hier ist das Seil. Fang! Ich hab's! Und es sind eigentlich bloß ganz kurze Enden, die hier miteinander überlappen. Also ob das so stabil ist, das mag ich mal zu bezweifeln. Okay, mir nach. Ja, das sind so kurze Enden, die, also so kurz, so wenig Fläche, die übereinander, also miteinander überlappen, das ist, ja, das würde sicher nicht halten. Vielleicht haben sie nochmal ein paar Nägel reingehauen, man weiß es nicht. Okay, wir müssen hier rüber. Muss ich rüberspringen? Das sieht so weit aus. Ich riskier's. Okay. Das sah ziemlich weit aus. Na gut, jetzt eigentlich nicht. Du musst eben springen. Ich fang dich. Na gut, weil die Kamera so nah war wahrscheinlich. Ich hab dich. So. Ganz leicht. Komm, hier rüber. Okay. Los, hilf mir. Wir drücken mal. Genau. Puh. Hey, wir können da raufklettern. Komm schon. Ja, die Musik finde ich auch so geil. Die passt auch richtig geil zu diesem Teil hier. Also zu Uncharted 2. Vorsichtig. Wer weiß, wie alt die Bretter sind. Gerade wo wir in der Stadt waren, da passt die Musik richtig geil rein. Wo müssen wir hin? Oder lang? Ah, okay. Hey, ich hab ein Seil.